Schwerpunkte, die ich hier Leute begleite, sind, ich tue mit denen ein Suchprofil erstellen. Was könnte man kaufen? Was möchtest du kaufen? Es gibt dort drei Arten von Käufern, die ich hier begleite. Die einen sind die strategischen Käufer. Dort versuche ich herauszufinden, was passt strategisch zu seiner Unternehmung, die er heute schon hat. Und dann gehen wir in den Markt raus. Bei der zweiten Gruppierung, das sind dann wirklich CEOs oder Manager, die heute in einer guten Stellung sind, die auch gewisses Geld haben, die möchten gerne eine Unternehmung kaufen. Und dort versuche ich denen zu erläutern, wo sie anfangen müssen. Weil die meisten haben nicht unbegrenzte Mengen von Geld zur Verfügung, also müssen sie bei sich selber anfangen. Und die dritte Gruppierung sind einfach reine Finanzinvestoren oder sind Family Office, die sehr viel Geld haben. Man möchte in die KMU investieren. Also wenn ich jetzt die Einzelpersonen annehme, das sind eigentlich die kompliziertesten. Weil die haben ein völlig falsches Bild, wenn es so ein Kaufprozess abgeht. Weil die sich sehr oftmals nur auf Zahlen sich fixieren oder auf Grösse, sagen, es muss so viel EBIT haben. Und das ist natürlich ganz der falsche Ansatz. Der Ansatz muss sein, dass sie von sich selber sagen, wer bin ich überhaupt? Was kann ich? Wie kann ich am Montag Morgen in dieser Firma einen effektiven Mehrwert reinbringen? Und aufgrund von dem können wir dann ein Suchprofil miteinander analysieren und aufbauen. Und das hat ganz einfache Elemente, zum Beispiel geografisch, wo ist das gelegen? Sage ich, die Schweiz, ja, die Schweiz ist auch in Chino, ist Genf, ist Lausanne. Also muss man mit denen so ganz simple Kreise herausfinden und sagen, das ist also ein Thema, wo passend ist. Und am Schluss, wie viel Geld hast du wirklich zur Verfügung? Weil alles fremd kapitalisieren ist auch nicht gut. Und was ist zum Beispiel dann effektiv, welcher Industriezweig würde zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, passend sein? Und dann haben wir eine Art Suchprofil und mit dem gehen wir raus. Das Ziel sollte sein, mit einem Satz können schlussendlich erklären, ich suche eine Unternehmung, Grosshandel in dem und dem Bereich, in dieser Grössenordnung, Punkt. Das ist so.